Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von City Skylines in unserer Stadt Philadelphia, in der wir uns in dieser Folge einmal um die Klimastation kümmern wollen. Das hatte ich ja letztes Mal mit dem Vogel- und Bienenpark gesagt, dass wir das als nächstes machen müssen. Und zum Zweiten auch ein Gefängnis machen wollen. Ich denke mal, ich gehe rein in die Szene. Ihr seht, dieser Hügel hier habe ich mir auserkoren dafür. Ich denke, das passt ganz gut, weil irgendwie so eine Klimaforschungsstation sollte irgendwie auf einem Hügel liegen. Habe ich zumindest so in meinem Befinden. Und ich fände diesen Hügel dafür sehr angemessen. Das ist übrigens hier hinten in Fishtown. Das ist ja unser Stadtteil, der jenseits des Flusses ist. Was kann man eigentlich dazu sagen? Das ist ja unser Beginn gewesen. Dann ist das östlich, auf der Ostseite des Flusses, liegt Fishtown. Und da liegt auch dieses wunderschöne kleine Hügelchen. Und da würde ich jetzt mal sagen, fahren wir mal mit einem Kiesweg. Und die Idee war, von hier nach schlängelweise nach oben. So in etwa. Ja, das ist eine ziemliche Platzverschwendung. Aber mir gefiel das sofort, als ich den Gedanken hatte. Müssen wir mal schauen, ob es letztendlich aufgeht. So, jetzt werden wir oben hochgeschlängelt, wobei da müssen wir wieder ein bisschen gerade werden. Der ist jetzt ein bisschen zu schräg geraten. Weil wir jetzt irgendwo, ups, na egal, das darf ruhig ein bisschen schief sein, diese Klimastation hinkriegen müssen. Wo ist sie? Da ist sie. Sie würde sich jetzt hier hin, ist das der höchste Punkt? Big Boom Bang. Ja, finde ich, sieht nice aus. Ein paar Blümchen dazu, wie ich immer sage. Und das Ganze ist schön. Und wenn wir jetzt noch sagen würden, so nach dem Motto, Klimastation meets Gefängnis, dann würde ich das nämlich auch gar nicht so weit davon wegbauen. Eine Einbahnstraße dafür gibt es ja nicht. Ne? Aber gut, wir können das ja einfach wieder hier dran machen. Aus wie ein Embryo oder so. Weiß ich nicht. Vielleicht hat das was davon. Manchmal hat man so Anbandlungen. So, wo ist das Gefängnis? Hier? Ne, bei der Feuerwehr natürlich nicht. Hier ist es. So, das würde jetzt ja auch hinpassen. Die Frage ist, ob wir es optisch schön finden. Wir können es nur hier ranlegen. Natürlich, hier ist wieder zu steil, also hier wird es gehen. Wir machen das jetzt mal, gucken uns das mal an. Wie viel? 500 Verbrecher können hier hin und 3 Einsatzbusse können fahren. Keiner will ein Gefängnis in seiner Nähe haben. Das ist übrigens irgendeine negative Aura, also so ja schon, aber Lärmbelästigung nur, ja, das ist ja, wie viel kostet das? Was leisten wir uns da gerade? 2400 und die Klimastation 800. Also mal eben etwas über 3, die wir gerade wieder im Plus sind. Heidewitzka, jetzt machen wir natürlich erstmal das Wasser, dass die auch dort nichts zu meckern haben. Und der liebe Strom ist die große Frage, wie wir den hinkriegen. Hier könnte sein, dass das ausreicht, wenn ich das dahin mache. Ja, da dort auf jeden Fall. Also, da geht es aber nicht. Mal schauen, ob das ausreicht. Naja, eigentlich müssten wir hierher gehen, damit wir direkt auch zum Gefängnis weitergehen können. Wobei, wenn der Strom kriegt, machen wir mal kurz an, dann zieht er den doch eigentlich mit. Muss erstmal funktionieren. Blau, blau, blau. Sehr schön. Er zieht den nicht mit. Das ist doof. Dann gehen wir doch von hinten ran an die Sache. Ach, jetzt durch die Verbindung, ne? Aber ja gut, kann man ja auch einfach machen. Warum so schwierig machen? So. Dann ist das Gefängnis verbunden und hier fährt auch direkt der erste Polizeibus. Wo
fährt er denn hin? Holt Verbrecher von der Polizeiwache. Aha. Und von welcher Polizeiwache? Und wie viel sitzen da? Von dieser hier. Da sitzen 18, obwohl 20 reinpassen. Wäre also noch ausreichend. Aber er holt sie ab und bringt sie hin. Ja, das ist doch gar nicht so verkehrt. Und hier die Klimastation. Ja, die arbeitet halt. Da sind wieder, werden wieder Besucher möglich. Aber bis dahin finde ich schön. Also jetzt hier noch irgendwas hinzumachen, ja, ich weiß nicht. Also zum einen wollen die Leute da ja nicht wohnen und zum anderen, man muss auch nicht alles vollbämmen. Wir haben, wenn wir hier jetzt so ein bisschen Wald machen, so da hoch, fände ich das, glaube ich, optisch ganz schön. Ja, very nice. Was müssen wir dann als nächstes machen für unsere, hier war es, für unser Ziel, Recyclingfabrik, schwimmende Gärten. Wie sehen die aus? Müssen wir erstmal finden. Wenn das, wenn ich das gerade richtig denke, Indoor Swimmingpool, den habe ich auch gesucht, den habe ich auch runtergeladen, wo sich die manchmal die Dinge hinbeamen. Ja, war übrigens nicht richtig. Ich dachte, das ist vielleicht, oh, da ist auch ein Gefängnis, ne? Nach einer Meeresfestung. Das sah so aus. Hyatt Hotel. Siehst du, das habe ich nämlich auch runtergeladen. Das sieht ja auch genial aus. Ist aber auch ein eigenes Gebäude und kostet auch 1280 Öcken. Heidewitzka. Um es jetzt endlich mal zu Ende zu sprechen. Ich habe nicht richtig gedacht, dass das dann in 4, 5, 6, dass die immer so aufbauend sind. Das hatte ich jetzt irgendwie gedacht vielleicht. Aber die schwimmenden Gärten sehe ich hier nicht. Stadion hatte ich ja auch gesagt, das muss ich mir noch runterladen, aber ich bin jetzt gerade erstmal am Zocken. Da ist Rio Grande auch noch so ein Hotel, aber das kostet nichts, oder was? Oh, da müssen wir uns mal gleich mal angucken. Oder sind die hier ganz vorne irgendwo? Verkehrspark. Bombastischer Springbrunnen, hört sich auch wahnsinnig an. Ja, suche ich mal gleich. Also ich habe es jetzt hier nicht gefunden. Vielleicht war ich aber auch einfach nur blind. Muss ja irgendwo sein. Ja, gucke ich mir gleich nochmal an, wollen wir jetzt hier damit keine Zeit verschwenden. Also erstmal finde ich das hier gut. Drei Gefängnisbusse sind im Einsatz. Es ist noch keiner da, aber ja, wenn ich inhaftieren müsste, wäre das jetzt auch nicht der schlechteste Ort. Ne? Wie gesagt, ein paar Blömken setze ich dann noch offline. Was macht eigentlich unser Fillerpark, wo wir gerade hier sind? Boah, der macht richtig Geld, ne? Eigentlich müsste man fast noch einen zweiten Park machen, da das so gut läuft. Denn unsere anderen beiden, Lino World und der Zoo, machen weiter. Mehr oder weniger ein krachendes Minus. Man sieht es. 30 Euro Einnahmen, das ist natürlich gar nichts. Ja, den komplett zu verschieben kann ich auch nicht machen. Was macht der Zoo? 185 Euro, aber auch ein krachendes Minus. Wenn wir das ins Anlaufen kriegen würden, also wenn es richtig ist, dass es in der Nähe eines Wohngebiets sein muss, oder dass das davon profitiert, können wir in Lino World natürlich nichts machen, da ist nichts mehr möglich. Allerdings könnten wir hier, gehen wir auf Pause eben, wir könnten hier natürlich, da müssen wir den ganzen Berg abtragen und könnten natürlich hier irgendwie dann doch weitermachen mit Wohngebieten. Gefällt mir aber deswegen nicht so ganz, weil zum einen wird der Berg hier noch größer. Und zum anderen haben wir natürlich hier ja wunderschön unser Wohngebiet hochgezogen mit den Arbeiterunterkünften. Das finde ich ja auch so richtig genial. Und da jetzt irgendwie wie so eine Art Steinbruch reinzuhämmern, fände ich jetzt optisch nicht schön. Vielleicht machen wir es trotzdem noch, aber ich würde das jetzt erstmal lassen. Was wir auf jeden Fall jetzt machen nochmal, wir gucken nochmal nach Gewerbe. Weil ich denke, da ist der Balken ja auch gerade ganz hoch und wir brauchen natürlich weiterhin Geld. Das ist die Wood-Industrie. Hier ist doch noch unser Gewerbegebiet. Was passiert hier? Kriminalitätsrate zu groß im Aquapark. Wahrscheinlich Diebstahl. Ne? Direkt hier rüber. Wo sind wir? Da. Direkt rüber ins Gefängnis. Aber mal so was von. Telefon klauen. 8 Jahre Knast. Ich wäre ja für noch was Drastisches. Warum soll man für die Leute Geld ausgeben, die was Böses tun? Aber das will ich jetzt hier nicht aussprechen. So. Ich hatte mir vorgestellt, der Gewerbepark ist ja hier sowieso schon ganz erfolgreich. Wir haben auch keinerlei Probleme. Hier müssen wir übrigens noch Parkverbote machen, sonst nutzen die das da hinten ja nicht.
Dann müssen wir mal eben tun. Seht ihr, dann ist auch direkt das da vorne wieder voller. Und ja, alle parken da nicht, ne? Sehe ich gerade. Wir könnten aber. Jetzt ziehen wir es durch, ne? Sonst parken die ja auch da einen Step weiter. Wir könnten noch eine von diesen Tiefgaragen vielleicht hier reinkriegen. Ja, wo war die denn schon wieder? Die suche ich auch ständig. Die war aber irgendwo hier hinten dran, an denen wahrscheinlich nicht. An der hier, glaube ich. Ja. So, wenn wir die jetzt hier noch reinbringen, ist das auch ein Park, mehr oder weniger? Ja. Finden die schön. Ja, vielleicht verbinden wir das erstmal mit der neuen, mit dem neuen Gewerbegebiet. Weil die Idee wäre, das hier so weiterzuführen, hier mit anzuschließen, allerdings Einbahnstraße zu machen. Also das definitiv. Ich könnte mir vorstellen, wir machen das erstmal, gucken wegen dem Dingspark dann gleich, wenn wir das Gebiet stehen haben. Weil viel Platz haben wir natürlich hier nicht mehr. Falsch. So, der Bogen ist falsch. Aber der Bogen ist überspannt, Leute. Da haben wir jetzt hier durch die Höhe hier so ein kleines Bridgechen. Gefallen ist anders. Werden wir aber wahrscheinlich trotzdem dahin kriegen. Wir machen erstmal eine gerade Strecke hier. Und zwar so, dass wir da eine Autobahn mehr oder weniger gerade entlang gehen. Das ist nämlich jetzt hier nicht mehr gerade. Aber es liegt auch daran, dass die Autobahn hier vorne, glaube ich, so einen Knick macht. Oder ist die Straße an sich nicht gerade? Aber hier parallel zur Autobahn passt es ja. Ich glaube, das ist durch den Knick. Guck mal, das sieht man hier. Ja, da wollen wir jetzt nichts weitermachen. So. Dann können wir das nochmal versuchen zu verbinden. Aber der macht trotzdem so eine blöde Brücke. Von der anderen Seite gehen. Ja, macht er die auch. Oder wir machen das Stückchen hier nochmal weg. Und versuchen das Ganze nochmal auf ein neues. Ohne Brücke. Es ist manchmal verrückt, ne? Man muss echt immer einiges probieren. So, und jetzt wollen wir die Einbahnstraße nämlich genau hier. Da macht er jetzt wieder eine Brücke. Ja, dann ist es so. Sei es wie es sei. Machen die wirklich in die Richtung. Ich möchte damit verhindern, dass die da ganz hinten durchfahren. Also die müssen ja sowieso. Ach so. Ne, die kommen ja eigentlich jetzt von hier. Jetzt müssen sie ja da durchfahren. Dadurch werde ich den Verkehr natürlich hier schlechter machen. Das war, glaube ich, gar nicht so eine gute Idee, fällt mir gerade ein. Weil wenn sie nämlich jetzt wieder in die Einrichtung fahren, kommen sie ja jetzt hier gar nicht hin. Wir müssten jetzt quasi in den Kreisverkehr weiterfahren, müssten hier hinfahren. Und, na, wo bin ich denn jetzt? Da, sorry. Ja, nee, das ist keine gute Idee. Dann verstopfen die nachher da den Verkehr. Also das bringt nichts. Müssen wir mal komplett lassen. Müssen wir mal vielleicht kurz beobachten, wie sich das jetzt tut. Wir können natürlich auch eine Einbahnstraße nur von hier machen, ne? Also so bis dahin. Lass mal kurz laufen. Vorher haben die ja hier gedreht. Ich meine, die Frage ist, ob ich das überhaupt machen soll oder ob ich das als Einbahnstraße lassen soll. Denn die haben ja hier, jetzt werden sie es wahrscheinlich trotzdem machen, weil die ja immer von dieser Seite kommen wollen, um nicht über die Straße zu müssen. Vorhin konnten die hier drehen, um da reinzufahren, weißt du? Aber da kommen welche, also die fahren ja dahin natürlich. Da oder da. Jetzt müsste mal so ein LKW kommen. Siehst du, der, wenn der jetzt wirklich, an der fährt zum Kramladen. Wo fährt er hin? Kehrt zur Einrichtung zurück. Aber da kann man doch gerade her, oder was ist die Einrichtung? Die. Und siehst du, der fährt schon so einen komischen Weg. Warum auch immer. Nee, komm. Irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl bei. Macht weiter euer Turn dort.
Heißt ja nicht, dass wir das nicht trotzdem hier so machen können. Nur wie, frage ich mich. Wie? Hier ist ja klar, dass wir da an der Straße weitermachen können, aber wir müssen ja irgendwie jetzt ins Gebiet reinkommen. Und wo enden wir damit? Enden wir dann hier auch auf die Autobahn? Das wäre natürlich auch genial, wenn uns das gelingt. Müssen wir hier so unterirdisch hergehen, kommen wir da hinten drauf. Und hier müssen wir auch unterirdisch, dann kommen wir auf die Straße rein. Das sollte relativ easy sein. Aber die Frage ist immer noch, wie komme ich hier rein? Hier haben wir mit Großen gearbeitet immer, ne? Ja, das machte auch nachher Sinn. Wir haben auch hier überhaupt gar keine Verkehrsprobleme. Also von daher war das wahrscheinlich auch so der richtige Weg. Was ich ja mal schön fände, wäre so ein... Oder wir machen hier eine Einbahnstraße rein. Ich fände es schön, hier wie so eine Art Kreis... Also nicht Kreisverkehr, so ein... Wie nennt man das? So ein Wendekreis. So, das suchte ich. Das Wort. Das könnte ich mir auch vorstellen. Müsste man allerdings definitiv mit einer anderen Straße machen. Und zwar mit dieser Einbahnstraße. Wenn ich die hier so hinmache... Und dann doch mit der großen Straße von hier komme und das Ganze dann... Ja, das ist nicht ganz perfekt. Wir machen erstmal wieder die Gerade hier parallel. So wäre es perfekt ausgenutzt. Also jetzt müssen wir natürlich den Turn machen. Der hier auch noch perfekt endet, aber dann hört es auch auf. Dann ist die Frage, ob wir das dann noch ein Stückchen weitermachen und die Geschichte jetzt hier anschließen. So, oder? Aber ja doch, wir können ja auch mit denen. Weil das würde mir besser gefallen, wenn der hier mit der Straße hier endet. Ja, der muss ja jetzt nicht hier so gehen, weil dann hast du wieder da irgendwie so einen Turn. Nee, das finde ich gut so. Ist auch mal wieder eine andere Optik. Wir haben ein bisschen hier vorne ausgenutzt. So, wir müssen jetzt nur gucken, wo hier mal raus, wo hier mal rein. Wir können aber hier noch weitermachen, glaube ich. Also bis hier auf jeden Fall. Und dann hatten wir ja gesagt, dass wir hier zur Autobahn wollen. Ich frage mich, ob wir da noch einen Kreisverkehr, aber vielleicht einen kleinen. Ich deute ihn mal an. Ah, ich glaube nicht, dass da jetzt, ist ja nicht so ein Riesengebiet, dass das, falsch, dass das jetzt hier ein Riesenverkehrschaos werden kann. Glaube ich eher nicht. Was war das? Achso, er macht wieder so ein Brückchen. Ja, dann mach deine Brücken. Das ist mir jetzt auch wurscht. So, und wenn wir jetzt hier rausfahren, das hatte ich ja gerade schon auch mit einer Zweierstraße. Eigentlich sind das ja immer die Zubringer. Die sind immer nur einzeln. Finde ich aber hier ein bisschen mickrig, wenn ich das sagen darf. Man muss ja auch irgendwo wieder reinführen. Dafür wäre der Kreisverkehr wiederum nicht schlecht. Natürlich der Kleine. Ist das der Kleine? Der Kleine ist aber auch schon riesig. Aber so kann der... Ich setze den mal eben. Die denken sich jetzt, was macht der denn da? So. Und wenn wir jetzt mit den Kleinen, also hier einmal... Man muss jetzt immer bedenken, dass man sonst Verkehrschaos schafft, ne? Und wenn man in der Nähe eines Kreisverkehrs jetzt mal eben so eine kleine Straße, dann kann die relativ schnell überfüllt sein. Vor allem, wenn von hier noch Leute kommen.
Dann wäre natürlich die andere Option, eher hier die Straße zu machen und hier nochmal eine Einbahnstraße zu. Also ich mache das mal, ich erzähle immer, ne? Aber hier, dann kommst du von mir aus hier raus. Macht auch deine Brücke, auch das ist mir wurscht. Und da wäre jetzt wiederum eine Einbahnstraße interessant. Wenn dieser Part hier, aber dann wird sich hier, wenn der LKW von hier käme, von der Autobahn runterfährt und muss aber hier hin, dann müsste er hier diese Schleife fahren. Wir lassen das mit der Einbahnstraße. Mach es ganz normal weiter. Schließen wir das auch mal gerade an. Da macht er wieder so ein Brückchen. Ich finde ja, wenn jetzt hier eine Brücke ist und da nicht, dann sieht das auch wieder doof aus. Dann versuchen wir mal wieder Trick B und gehen mal vom Kreisverkehr aus. Ja. Da fehlt das eine kleine Stück hier. Da. Wer sagt, dass Frösche keine Haare haben? So. Und dann können wir nämlich hier gleich zur Autobahn raus. Finde ich gut. Dann können wir jetzt hier erstmal für Wasser sorgen, damit sich hier erstmal was geschieht. Was hier was geschieht? Was war das für ein Deutsch? Reicht das, wenn ich eine so einen Streifen? Ne, das reicht leider nicht. Versucht ja auch immer Rohre zu sparen, aber das bringt jetzt hier leider nichts. Wir müssen leider hier noch einen ansetzen. Zumindest bis hierhin. So. Strom, wenn wir da hinten anfangen, und hier haben wir ja auch Strom, sollte uns gelingen. Dann machen wir jetzt hier das Gewerbe hin, natürlich auch dichtes Gewerbe. Wir müssen auch wieder an die Parks denken. Und deswegen, weil das hier eine Einbahnstraße ist, bauen wir jetzt mal als erstes hier Big Bam so einen Weg durch. Damit die Leute da auch von Sis Street zu Sis Street laufen dürfen und können. Habe ich das jetzt hier mir verbockt durch diese Geschichte? Aber man muss auch nicht, guck mal, wir können hier nämlich und hier das Dreierblöcke machen. Hier und hier. Dann ist das einheitlich. Hier ist ein bisschen Platz für Blömkes. Passt alles. Dann können wir nämlich auch hier dann die Geschichten machen. Die sollen sich erstmal als erstes entwickeln. Machen wir hiermit weiter? Ja, damit machen wir weiter. So, dann lass mal laufen. Machen wir hier noch einen Viererblock. Hier einen Viererblock. In der Mitte weiß ich nicht so ganz, ob ich da Vierer möchte. Ja, diesen Dreier, der nämlich genau auf dem Fußweg ist. Dann hier ein Zweier fände ich gut. Hier gibt es gar keine Zweiermöglichkeit. Ja, ist halt sehr weiträumig, ne? Aber wir müssen ja auch irgendwo Parks hinmachen. Komm, dann ist vielleicht hier in der Mitte so ein Park. Ganz nice. Guck mal, wie schnell das geht. Die brauchen Gewerbe, die machen Gewerbe gut. Ist einfach auch mal wieder eine andere Optik so, ne? Also von daher finde ich das eigentlich sehr schön. Auch mit dieser Einbahnstraße, obwohl die hier kleiner ist, aber das stört mich jetzt nicht. Ja, dann haben wir nämlich auch den Park dann wiederum in der Nähe, also den Güterbahnhof meine ich, und dadurch ist die Belieferung. Deswegen ist hier auch eigentlich wirklich kein Stauproblem. Die liefern zwar an, wie er hier gerade, ne, hat hier gerade den Heimwerkermarkt beliefert, fährt wieder, aber alles easy, easy, easy. Wir wollten noch dieses Parkdingen dahin machen. Würde vielleicht dann hier gegenüber passen, oder? Entweder hier so, aber hier ist ja eigentlich ein Parkplatz. Da hinten fehlt denen so ein Park, Geschichten. Hier wäre auch noch eine Möglichkeit.
Hier hätte ich übrigens auch, ich mache das glaube ich dahin, aber hier hätte ich übrigens auch die Klimastation erst vorgehabt. Fände ich auch ganz schön werden. War mir nur nicht hügelig genug. Aber hier in unserem schönen Local Hill hätte das auch gepasst. Ja, also passen würde das da. Wir machen das mal, sonst müssen wir das wieder wegmachen, wenn uns das nicht gefällt. Aber ich könnte mir vorstellen. Dass das hier insgesamt eben auch Sinn machen würde. Und parktechnisch haben die jetzt irgendwelche Strom oder? Ne, das passt schon. Wasser passt auch. Alles gut. Ja. Ne? Klimastation hätte mir besser gefallen, aber fangen wir mal oder enden wir mal da, wo wir angefangen haben. Wir haben jetzt hier, ach so, einige Besucher, aber die dürfen hier parken. Ich finde das jetzt hier nicht schlimm, dass die da parken, finde ich. Irgendwie. Alles gut. Das sind Touristen oder wer seid ihr? Hund, ein Hund. Ja, den wollte ich jetzt nicht erwischen. Ein Senior aus mittleren Verhältnissen ist Tourist. Ja, schön. Und wie viele Gefängnisleute haben wir jetzt? 54 von 500. Das besucht war aber wahrscheinlich keiner. Wo kommen die her? Ein Tourist. Ja. Und das dampft. Dampft, sei schon das. Doch, na, dampfen. Da, das macht immer so geile. Mit so einem Rover Jeep hier hoch. Sehr cool. Ja, cool. Ich finde, das ist sehr gelungen. Ich hoffe, ihr findet das auch so. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.